Narinaro und damit ein närrisches Willkommen zurück wieder bei The Legend, nein, nicht The Legend of Zelda, The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, ich dachte mir mal, ich ändere mal das Intro ein bisschen ab, die Anmoderation. Ein kleines Gimmick mal so nebenbei. Schatten, hallo, Schatten, 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 Vogel, okay. Ja, mit dem momentanen Rathaussturm der Narren und der allgemeinen Narrenzeit dachte ich mir, ach komm, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, wer es nicht kennt, Narinaro ist der narrische Ruf der Narren. Nein, es ist der narrische Ruf der Bergelfen. Nein. Naja, wie gesagt, ich dachte mir mal, ich ändere es mal ein bisschen ab. Mal ein bisschen eine andere Anmoderation, ein bisschen anderes Feeling. Und damit starten wir auch gleich wieder durch. Mal gucken, was wir heute in der Folge machen werden. Das ist nämlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nämlich nicht. Nun ja, Halle der Wachsamkeit. Da haben wir doch irgendwas von gehört. Gehen wir mal nach der Halle der die Halle der Wachsamkeit. Gucken wir mal. Was ich da so gibt. Was ich da so geben wird, was wir da so machen können. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Ganz viel Freude. Spiel, Spaß und Freude. Genau, so. Markieren und Abfahrt. Genau, wir sind wieder da. Es ist wieder Donnerstag. Ich meine, besonders, ich kriege das jetzt im Moment echt ziemlich gut hin, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hochzuladen. Ich werde es wahrscheinlich dann auch noch schaffen, Montag, Dienstag, Mittwoch auch noch einzubinden. Aber hey, 4 Folgen sind immer noch besser als nur 2, finde ich persönlich. Und ich werde wahrscheinlichst dann auch noch langsam, aber sicher starten. Etwa ein paar andere Features. Hier. Ich habe den Namen vergessen. Let's Plays zu machen, quasi. Noch ein paar andere Spiele anzuzocken. Um vielleicht das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu halten. Ich hätte gerade mega den Gehirnfurz. So. Um das Ganze ein bisschen abwechslungsreich zu halten. Ja. Mal gucken, was es wird. Na gut, ich meine, da ist eine Kiste, die würde ich schon gerne haben. Die machen ja ziemlich nackig gerade. Nee, lassen wir das. Das ist mir nicht wert, gleich sofort zu verrecken. So. Guck mal, das müsste eigentlich alles laufen. Ja, ein bisschen ruckeln, ein bisschen rödeln. Aber leider kriege ich es nicht unbedingt viel besser hin. Aber ich merke, dass es euch nicht allzu sehr stört. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist schön. So, schnell speichern. Ich habe nämlich gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren angegriffen wurde. Okay. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wo du jetzt herkommst. Todeshund. Ich weiß auch nicht. Wächter von Ständer. Krankheitsheilung. Hey, Zaubertrank. Rezept. Okay. Ein Hackholz. Ein Hackklotz. Hier gibt es nichts. Hat doch sie ziemlich mitgenommen aus. Kessel, Vampirmeister. Verbranntes Buch, verbranntes Buch. Noch ein verbranntes Buch.
Junger Vampir. Wächter von Ständer. Von Ständer. Der Körper der Werwölfe. So. Noch ein Todeshund. Noch ein Wächter von Ständer. Und sterbliches Blut. Okay. Also irgendwie ein Ausgenommen oder sowas. Das Rezept habe ich schon. So, was haben wir denn da? Ach, Gold. Ach, super. Haben sie nicht mal was übrig gelassen. Das Fass ist leer. Hast du gesehen? Nö. Ja, gut. Okay, vielleicht übersehe ich hier etwas Gravierendes. Aber ich wüsste jetzt so per se nicht unbedingt, was mich hier jetzt erwarten sollte, geschweige denn, warum ich hier bin. Nee, auch nichts ums Haus herum. Hä? Ist das abgeschlossen? Nee. Okay. Ja gut. Falls es jemand weiß, beziehungsweise andersherum, wenn es jemand weiß, kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ehrlich gesagt wenig Plan, was ich damit jetzt machen soll. Ja, okay, gut, hat sich wieder erledigt, alles klar. Dann gehen wir mal weiter gucken. Was können wir denn machen? Gut, wir können nach Riften, Heldenruhe. Everstadt, Rorikstadt, Hendraheim. Hendraheim sieht cool aus. Ich war da, glaube ich, aber noch nie. Gehen wir mal nach Hendraheim. Gehen wir mal ein bisschen erkunden. Ich habe schon ein paar Ideen, welche Richtung ich gehen könnte, beziehungsweise welche Richtung wir gehen könnten. Zwecks Content für diese Folge. Aber da muss ich gleich mal gucken, ob ich das markiert. Ja. Gucke ich gleich mal nach, dann machen wir das. Ich habe mir gedacht, wir gehen nach Riften und kümmern uns um die Diebesgilde. Wir könnten auch nach Winterfeste. Alter! Junge! Na, runter. Das heißt was. Baumweg. Kann mich gar nicht treffen, Kollege. Wow. Ja, komm mal ran. Hoppala. Da muss ich mich gleich mal heilen. Weil er mich hier schnackst. Wieso landest du jetzt da hinten, Alter? Komm mal ran, Ovenmeter. Okay, warte mal. Zaubertränke. Ja. Zaubertrank der kleinen. Großbrauchen. So, ich bin aufgepowert. Jetzt komm doch mal ran, Alter. Was ist denn deine Mission jetzt? Was willst du da vorne? Bam! So. Ich hoffe mal, ihr seid keine Banditen.
Ach, ach so, die. Vielleicht lernt ihr ja noch was. Die. Wie heißen die nochmal? Die Gefährten. Drachensee. Ja, das war klar. Mist. Jetzt ist er zum Tod gegangen. Wo kam er eigentlich her? 41 bin ich drüber. Scheiße. Okay, gut, das hat sich ja jetzt, ja. Nee, super. Bla, bla, bla. Cirrus-Kleidung, alles nur Gewicht 1, das ist ja nicht... Den trage ich, das ist alles nur Gewicht 1, das wird nichts bringen. Die für die Ausdauer, kann eigentlich auch weg. Die finde ich einfach nur cool. Ach, Mist. Ist auch nicht großartig viel, was ich weghauen könnte, was viel wiegt. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich die 41 Kilo wegmache. Ich würde die Drachensachen hier nicht gerne zurücklassen. Wobei, ich könnte theoretisch mit Messer kommen, dann markiere ich den Ort. Weiß ich so ungefähr in die Richtung. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was macht ihr überhaupt hier? Das ist auch mal so eine sehr ganz gute Frage. Pack ich nämlich die Dinger kurz weg? Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, okay. Ja, komm. Das. Ich muss da. Nein! Oder weiß ich nicht. Ich will dich nicht zusehen lassen. Da muss ich nochmal ein bisschen dran werkeln. Wir brauchen auf jeden Fall ein vernünftiges Haus mit Lagerungskisten. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal nach Hendraheim, gucken, was das ist, und dann gehen wir unser Haus bauen. Und zwar so weit, dass es einrichtbar ist, dass wir die Sachen schön sortieren können und einlagern können und dann wieder mit vollem bzw. halt leerem Inventar hier wieder durchstarten können. Das ist dumm. Das ist doof. Und da will ich schon mal unser eigenes Haus haben. Ja klar, wir könnten jetzt nach Weißlauf dort das Haus erstmal nehmen und dort unterkommen, aber ich habe ehrlich gesagt wenig Bock, die ganze Scheiße dann rüber zu schleppen. Also machen wir gleich, nehmen wir gleich das Haus mit Schutzring. Das war kein Ork. Nach drei gelehrten Jungen beginnt der Ork zu stieren und sagt dem Elf, gebe Mut. Ja, niemand konnte es. Ach, die Gallenschluchten. Ja, okay, hat sich erledigt. Ja, dann gehen wir außen rum. Sofern ich das kann. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Bock, da durchzustopfen. Komme ich da hoch? Ja, natürlich. Na klar. So. Wackeln wir da auch mal nach oben. Nach oben, oben, oben. Genau. Ja, ich glaube, das mache ich. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, oder? Ich mache das so. Ich mache zwei Folgen. Das ist doch eine Idee. Ich mache erstmal zwei Folgen. Genau, ich mache erstmal zwei Folgen Skyrim. Die lade ich hoch. Genau. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, ich mache erstmal zwei Folgen Skyrim. Für heute und für morgen. Und überlasse euch dann die Wahl. Ich werde gucken, eventuell schaffe ich es, eine Umfrage zu machen.
Wenn nicht, werdet ihr es ja sehen. Also heute und morgen. In beiden Folgen wird eine Umfrage sein, wenn ich hinbekommen habe. Wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, wenn ich von... Alter, sieht das cool aus. Ich glaube aber, ich komme von der falschen Seite, wenn ich von hier komme. Kann ich das kaufen? Hallo. Händlerheim. Kann ich das kaufen? Okay, warte mal. Genau, also wie gesagt, ich werde, wenn ich schaffe, werde ich eine Umfrage machen, welches Spiel ich noch nebenbei let's playen soll. Wenn ich es nicht schaffe, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen möchtet. Wenn nichts kommt, dann nehme ich meine eigenen Spiele und gucke, ob ich das irgendwie hinbekomme. Genau, dann machen wir es nämlich so. Dann mache ich heute und morgen Skyrim. Und das wird dann noch weiterhin Donnerstag weiter Skyrim sein. Und Samstag, Sonntag werde ich dann was anderes let's playen. Einfach nur, um ein bisschen die Abwechslung da reinzubekommen. So, geht's gleich weiter. Ich bin das Schildfeuer. Ihr braucht etwas? Ich habe euren Brief erhalten. Ich verstehe. Oh. Okay, ja, es ist schön, dass du verstehst, aber was... Diese Person ist beschäftigt. Ja, das sehe ich, dass die beschäftigt ist. Was machst du? Ich brauche meinen Bogen weg. Kämpft wacker oder sterbt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Willst du mich verarschen, Alter? Erst tanzt du hier rum wie so eine prima Ballerina und dann auf einmal... Was machst du denn jetzt? Schnuckschiene hier. Die Schnuckschiene. Jetzt. Nicht wegrennen, das wäre was für Muschis. Au. Dein Ende wäre auch nah, wenn du die ganze Zeit wegrennen würdest. Die was soll mich holen? Die Weißen? Okay. Müsste eigentlich in Nahkampf übergehen, aber das ist immer einfacher mit dem Pfeil und Bogen. Sagte er und verfehlte. Ins Rücken. Aua. Ja, in den Arsch. Okay. Bier, Dietrich, die Notiz, Gold, Schlüssel. Den Rest kannst du behalten. Oh, oh. Silberring nehme ich auch gerne. Das sieht ja wundervoll aus. 15 Schaden. Wie viel macht der? Macht 19 Schaden. Trotzdem sieht schön aus. Nehme ich mit. Gut. Okay. Ich habe gespeichert. Ich speichere nochmal. Ist das jetzt meins? Ich habe diesen Teil des Spiels, glaube ich, noch nicht gespielt. Das ist der... Ich glaube, der Anniversary. Halleluja! Aber hallo! Glaube, ich habe das Gefühl, Topf. Ich habe das Gefühl, das gehört jetzt mir. Eieieie, Hallöchen. Wow. Wow. Was? Tu mal welcher. Alter Finne. Sogar mit dem Ofen. Und einer Bar. Und ein Bett. Was ist das denn? Halleluja. Bett fremd. Okay. Das ist anscheinend meins. Wieso sind die Betten fremd?
Schatulle ist leer. Der Tresor ist auch leer. Anscheinend ein Akatosch. Ups. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Kinderpuppe, Truhe. Ich mag diese die Dinger nicht. Die, nee, das muss nicht sein. Hammer und Amboss, warte mal. Okay, gibt auch nichts. Okay. Der Spiegel. Ah, guck mal, Blocken verbessert. Das giftige Licht. Brennsier. Yeah. Und, oh, ja, so viele und hier Vitrinen und alles. Und Schilder und Halleluja. Reich gedeckte Tafeln. Ich kann das Bücherregal. Ich habe gelegte Bücher werden ins Regal gestellt. Wie geil. Hä, wie cool. Ja, da gab es noch einen Keller hier vorne. Und noch einen Waffenhalter. Ich speichere lieber nochmal. Du Scheiße. Was? Hä? Ach du Scheiße, das gehört mir. Ach du Heilige. Glasbogen des Hirschprinzen, blutkalten Klinge. Da ist gerade eine Taube vor meinem Fenster gelandet. Okay. Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals, Blutschwinge, Seelenreißer, Raureif, Waffenständer, Puppen, Kolbjorn, Sariks Totenkopfschlüssel, Thorstenkussen, Krug des Injats, Fackelwürmchen im Glas, Biene im Glas, Libelle im Glas, Mutter im Glas, Smaragdlandstück, Saphirlandstück, Amethystlandstück. Was? Hakons Schwert, Auriels Schild, Auriels Bogen. Runenschild, Ebenerzklinge, Axt der Reue, habe ich die? Nee. Wollendrung, Aragot, Ota, Krosis, Volsung, Konerik, Mirak, Asidal, Sakrisos, Dukan, Holzmaske, Hefenorak, Morokai, Nakrin, Wokun. Drachenfluch, Dämmerbrecher, Streitkolben von Molag Bal. Ach du heilige Scheiße. Ah ja, Golddrachenklaue, Elfenbein, Eisen, Saphir, Rubin, Korallen, Diamant, Ebenerz, Smaragd, Vulkan. Was? Ei, Schildständer, what? Zum Henker. Wenn ein Waffenständer aktiviert, wird deine aktuelle Waffe dort abgelegt. Dolchständer? Noch einmal? Ich glaube, das ist für Dolch, oder? Ja. Ach du Scheiße. Ja gut, da kann ich die Rüstung draufkleben. Miraks Schwert? Gehallel. What the heck, Alter? Okay. Okay, ja, gut, ich würde mal sagen, dass das jetzt mir gehört, weil ich meine, ich kann den Keller unten... Ach du schöne Scheiße, das heißt, okay. Ich glaube, die Hausgeschichte bzw. der Lagerplatz hat sich damit gerade eben erledigt. Ja, gut, ey, ist das krass, Alter. Schlüssel? Ah ne, Schüssel. Hier Getränke. Ach du Heilige. Da kann ich meine Getränke reinmachen. Ey, was? Ah, Halleluja. Großer Sack. Ja, gut. Warum denn da Bett fremd steht, ist mir unklar. Aber ich meine, okay. Will ich mal nicht. Das gelbe Buch der Rätsel.
Das Erwachen der Nord. Könnte ich die ganzen Bücher ins Bücherregal reinmachen. Da, wo sie eigentlich auch quasi hingehören. Ach du Scheiße. Ich bin gerade ein bisschen, Bücherschrank. Ach du Heilige. Oh Gott. Okay, ich glaube, das hat sich... Ey, was? Ich bin gerade einfach, ohne Witz, richtig hardcore geflasht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich wusste davon nichts. Ey, das ist ja krass. Okay, ich glaube, damit hat sich das gerade eben erledigt. Ja, hier Trankmischerbeutel, das heißt, da kann ich meine Zutaten reinmachen. Ups. Ey, das ist ja mega krass. Also ich finde das gerade wirklich Hammer, weil ich kannte das wirklich bis jetzt noch nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich müsste eigentlich mal Tränke brauen und alles. Und mal die ganzen Sachen auch mal probieren, dass da die ganzen Sachen aufgedeckt werden und so weiter und so fort. Meine Fresse, habe ich viel Zeug dabei. Ja gut, aber ich würde dann sagen, das hat sich damit auch quasi wieder erledigt, die Hausgeschichte. Da. Au. So. Der ist gemacht. Großer Seelenstein. Großer Sack. Ja, da will ich aber nicht unbedingt... Habe ich hier nicht irgendwo noch einen Fallwurzel, Sumpf? Bärenklauen und eine Libelle. Komm, dann nehmen wir einmal alles mit. Gut, in die Schubladen könnte ich Tränke reinmachen, die ich halt nicht brauche, wie das da... Das hier, Frostbissgift, Gegengift, ja, das möchte ich mal behalten. Das kann da rein, das Skuma kann da rein, das behalte mal, das behalte mal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Mhm. Resistance, flüchtige Unsichtbarkeit, Gesundheit und Heilung behalte ich. Krankheitsheilung behalte ich auch mal. Das kann weg. Starke Ausdauer. Das behalte ich. Das kann weg. Das kann weg. Der hier kann weg. Der behalte ich. Die können weg. Das behalte ich auch mal. So, also da sind Tränke drin. Da sind Zutaten drin. Gut, Seelensteine wiegen nichts. Die kann ich mal bei mir behalten. Genau, da brauche ich jetzt nur noch einen Ort für meine Wertsachen. Da würde ich sagen, nehmen den. Komm, nehmen was mit. Den Tresor. Einfach nur die wertvollen Sachen. Granatsteine. Makelloser. Okay. Die Rubine können da rein. Tatata, 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 die Smaragde. Das nicht, das ist ein Questgegenstand. Ja, so, dann machen wir in die Schatulle. Schatulle. Aber die Erze in die Schatulle machen wir auch ein bisschen blöd, aber ich meine, ach komm, warum eigentlich nicht? Was weg ist, ist weg. Das da weg, das da weg. Das kann weg, das behalte mal Maul. Holzkohle kann da rein. Die behalte ich. Das kann... Behalte ich auch. Die können da rein. Die können da rein. Ja, und der Rest bleibt. Dann packen wir... Das ist der Bücherschrank. Packen wir in den Kleiderschrank die Felle rein. Und die Holzscheine auch. Komm, Rockerzahn. Leder, Lederstreifen. Mammutstoßzahn. Da, da, da. Strohkandarin. Das da. Die Vasen.
Und dann die ganzen Pelze. So. Haben wir noch eigentlich? Klamotten. Oh, Alter. Ich hasse diese Dinger. Die sind so creepy. Ich kann aber nicht. Hab ich jetzt abgelegt. Um 12% bessere Preise sogar. Wow. Hey, guck mal hier. Kapitänstiefel. Die Kapitänskleidung. Okay. Und dann machen wir. Sind wir nochmal richtig ekelhaft? Nee, das mache ich bei dem hier. Ziehen dem die Sachen können wir auch noch. Dann machen wir den hier, Alter, richtig widerlich. Ja, okay, komm. Cyrus noch. Jetzt aber den hier. Ich glaube, das müsste jetzt alles gewesen sein. Ja. Das da, das da. Boah, Alter. Hey, da läuft mir eiskalt den Rücken runter. So. Okay, das sind alles Waffenhalterungen. Das heißt, ich glaube, die Waffe, die ich gerade in der Hand halte, wird da reingemacht. Das. Ah, okay, das ist sehr gut zu wissen. Dann kann ich nämlich den Dämmerbrecher mal drauf machen. Ja, der Dämmerbrecher ist unten und damit auch hier oben. Hier das Nordschwert der sengenden Hitze finde ich wundervoll. Das kann auch da. Siehste? Also war doch richtig, dass ich es eingesackt habe. Schwarzlaufklinge. Kann nach da oben. Da. Ja, gucke mal. Das sieht doch wundervoll aus. Da kann ich nichts reinmachen. Ich hoffe mal, dass es jetzt mein Haus ist. Nicht, dass hier alles dann weg ist, wenn ich wieder reinkomme. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. So. Ja. Gucke mal. Oh, scheiße, Mann. Okay, das ist cool. Ja. Alles klar. Damit würde ich aber auch wieder mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich herzlichst für die ganzen Kommentare. Lasst doch gerne ein Like, lasst doch gerne ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tipps und Tricks und Kritik immer gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ich es schaffe, werde ich eine Umfrage starten. Wenn nicht, dann könnt ihr mir einfach so in die Kommentare schreiben und ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich einfach ein paar Spiele von mir aus und mache dann Freitag und Samstag, Samstag und Sonntag neuen Titel, beziehungsweise neues Spiel und werde das dann wahrscheinlich auch so durchziehen, ganz normal. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für den ganzen Support, für die Kommis, für den Like, für den Abo, für den View. Haut rein, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal.